Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Nach meinem letzten Video über ACE-Automation wurde ich gefragt, ob man dieses HMI, das ihr da rechts seht, nicht auch an ein Siemens-Logo anschließen kann. Ja, man kann, ist gar kein Problem. Ich habe hier mal ein paar Beispiele ins Bild reingemacht, dass man sieht, wie gut es eigentlich funktioniert. Ich habe jetzt gerade meine Maus angeschlossen, dass ich nicht im Display rumfuhrwerken muss. Man sieht also hier auch wirklich schöne Taste dabei, auch das funktioniert. Ich habe mir gedacht, ich lege mal mein KTP 400 daneben, was ich sonst eben verwende, dass man da mal ein Beispiel hat. Was ich finde sofort auffällt, ist diese schönen Anzeigen hier, gerade dieses Manometer oder dieser Tacho hier, auch dieser Kreis hier und natürlich auch dann hier diese Lampe, die man auch ganz verschwinden lassen kann, also jetzt rot, gelb, grün und dann auch weg. Alle Dinge, die ich jetzt verwendet habe, die sind tatsächlich schon dabei, die habe ich bloß eingefügt, auch dieser Kreis hier, der mit 8 Schritten hier im Kreis rumwandert. Die Programmierung ist auch relativ einfach. Die Kommunikation erfolgt natürlich übers LAN-Kabel. Wenn wir ehrlich sind, ist der Preis nicht so ganz unwichtig und deswegen möchte ich beim Vergleich damit anfangen. Wir sind hier beim HW070 bei 175 Euro, wobei dann natürlich noch Versand und ein bisschen Steuer dazu kommt, sagen wir einfach mal roundabout 200 Euro. Das KTP 400 sind wir, wenn man lange sucht, bei 380 Euro. Ich würde jetzt eher sagen, dass wir im Schnitt auch bei, sagen wir, 400 Euro sind. Ich habe es damals Gebrauch gekauft bei eBay für 220 Euro. Was natürlich auch auffällt, ist die Größe. Wir haben eine Diagonale beim HMI von 11 cm und wir haben eine Diagonale von 18 cm, was schon, man sieht es hier auch, was viel ausmacht. Von den Anschlüssen her habe ich beim Simatic natürlich eine LAN, eine USB und natürlich noch einen Netzanschluss. Beim 070, das muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich das, dass man es auch sieht, habe ich natürlich noch zwei RS-232 oder RS-485 Schnittstellen. Programmiert wird hier über das USB-Kabel und natürlich auch eine Maus kann ich anschließen, der LAN-Anschluss und die Spannung. Also auch nichts Weltbewegendes. Was mich ein bisschen stört beim 070 ist, wenn ich das mal umdrehe, ich habe hier die Abdeckplatte mal weggemacht, hier ist so eine Plastikplatte drauf. Wenn ich in die Einstellungen möchte oder irgendwie sowas einstellen möchte, muss ich die Dipschale verwenden. Das heißt, ich muss hier den ersten, also ich muss Spannung ausschalten, ich muss den ersten und dritten Dipschalter hochmachen, Spannung einstecken, dann bin ich im Menü drin, wo ich was ändern kann. Habe ich das geändert und gespeichert, muss ich wieder Spannung weg, Dipschalter raus, Spannung ranmachen. Das finde ich hier ein bisschen umständlich, muss ich ehrlich sagen. Der nächste Punkt, wenn es natürlich um eine Kaufentscheidung geht, finde ich, ist natürlich auch die Software und die Ladezeiten. Und das möchte ich mit euch jetzt kurz anschauen. Vor allem die Ladezeiten möchte ich kurz anschauen. Ich öffne das Programm jetzt einfach mal direkt, dass ihr seht, wie die Ladezeiten sind. Denn ich finde, wenn man das mal vergleicht mit dem TIA-Portal, dann ist das schon ein Wunder. Also ich klicke drauf und es ist da. Das TIA-Portal ist trotz meines doch recht leistungsfähigen Rechners, finde ich, immer ein bisschen überschaubar schnell geladen. Und wenn ich jetzt das Programm öffne, ist es da. Also das fand ich am Anfang oder finde ich jetzt auch noch sehr gut, denn ich klicke drauf und ich kann direkt arbeiten. Beim TIA-Portal habe ich das Gefühl manchmal, ich weiß nicht, was da alles lädt, aber meinem Empfinden nach ist es sehr, sehr lahm. Auch beim Hochladen, ich klicke hier drauf, er speichert das Ganze kurz und dann klicke ich auf Download und fertig, das war's. Also das ist natürlich schon eine andere Hausnummer als im TIA-Portal, wenn ich da auf Hochladen klick oder überhaupt das Programm geöffnet habe und so weiter. Zwei Dinge möchte ich noch ganz kurz vorstellen, woran man sieht, finde ich, wie einfach es eigentlich funktioniert und welche Gedanken sich da Leute gemacht haben. Diesen Funktionsbutton zum Beispiel, wenn ich jetzt draufklicke, dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, eben das Hintergrundlicht auszumachen. Ich kann das HMI neu starten, ich kann Rezepte aufrufen, all diese Dinge, wo meiner Meinung nach, oder auch wer sich eingeloggt hat, all diese Dinge, den Touch-Sound an, aus, Alarm-Sound, ich finde, das ist ziemlich cool, weil das sind Dinge, die man immer braucht. Warum muss ich da Variablen hinterlegen oder große Einstellungen machen, wenn es doch auch mit einem Klick geht? So ist auch dieser Button gemacht für Seite 2 hier unten. Das kann ich nachher gleich noch schön zeigen. Also ich klicke da bloß drauf, einen Button und sage, wo geht's hin? Das zweite ist, was ich euch noch kurz zeigen möchte, ist jetzt die Auswahl, nur mal als Beispiel, für diese Multifunktionslampe, also Multi-State-Lampe. Das heißt, ich habe hier, wenn ich auf Picture gehe, habe ich hier die Auswahlmöglichkeit. Ich kann bei Total States, kann ich auswählen, wie viele Bilder oder einzelne Anzeigen ich möchte. Gehe auf Picture und jetzt sind die alle da. Ich klicke da rein, klicke auf Picture
und habe jetzt hier diese Auswahl an verschiedenen Buttons, an Zeichen, an Möglichkeiten. Das finde ich wirklich gut, weil es einfach ist. Also ich bin da vielleicht dazu blöd fürs TIA-Portal, das weiß ich nicht, aber ich finde es immer gut, wenn ich wo draufklicke und es funktioniert, und das ist hier der Fall. Ein Punkt, über den ich noch kurz sprechen muss oder möchte, sage ich mal, sind natürlich die Treiber und die Software. Ihr habt es gemerkt, wenn ich die Software starte, fragt, ob das Programm wirklich Änderungen vornehmen darf, und natürlich auch die Treiber. Also das sind natürlich, Samcom ist ein asiatischer Hersteller, und Windows fragt, oh, will ich die Treiber wirklich installieren? Bist du sicher? Gefährlich? Huhuhu. Ich habe das gemacht, ich habe auch jetzt in dem Fall kein Problem damit gehabt, weil natürlich die Hardware von ACE Automation kommt. Einzig Schöne wäre wirklich, wenn hier ACE sagt, ich habe hier beim Display, bei der Software zum Runterladen, auch die passenden Treiber für das Display dabei. Das ist so mein allergrößter Kritikpunkt, dass da nicht irgendwie kleine CD oder irgendwas dabei ist, wo man sagt, jawohl, hier sind die Treiber, die muss man sich von der Samcon-Seite eben selber runterladen. Fazit zum Schluss, ich meine, was soll ich großartig sagen? Ich verteile jetzt mal Pluspunkte. Pluspunkt für die Größe, Pluspunkt für den Preis, Pluspunkt für den Funktionsumfang, Pluspunkt für die Ladezeiten in der Programmiersoftware, Pluspunkt auch für die Bootzeiten, wenn sie Spannung bekommen. Dann Pluspunkt für das KTP 400 ist, dass man am Anfang die Einstellungen hat. Pluspunkt für das KTP 400 natürlich, dass ich nur übers LAN-Kabel programmiere. Ich brauche keine Treiber oder so irgendwas. Vielleicht auch noch ein Pluspunkt, dass die Software für das HW070 umsonst ist. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zum Schluss möchte ich vielleicht noch sagen, ich möchte das KTP 400 auf keinen Fall schlecht reden. Das ist ein sehr gutes HMI, auch das TIA-Portal ist sehr gut. Aber wenn man jetzt mal das hier dagegen nimmt, hat es doch durchaus seine Berechtigung, produziert zu werden, sage ich mal, und auch eingebaut zu werden.